So, hier ist schon so ein Sushi-Mann. Komm ran, Sushi-Mann. Was natürlich auch cool wäre, wenn man nicht gestunt wollten würde. Nein, wenn man ein Kamehameha macht und zwei Gegner hat. Und die stehen so hintereinander wie hier und man trifft beide. Das wäre natürlich optimal, aber gut, geht halt nicht. Macht auch nicht. Was hat denn mein Patch? Das guckt immer so deprimiert. Was ist denn da los? Lach doch mal. Immer so eine komische Fratze zieht das Ding. Voll das Emo-Pet. Alter, was ist denn das für ein komischer Kalkmensch? Guck mich an, ich bin Kalkmensch. Da hinten ist noch so ein Sushi-Mann. Geh ich da auch gleich mal hin. Aber ich muss schon sagen, diese Viecher hier, die können schon gut reinhauen. Ich bin hier die ganze Zeit an Rot blinken wie so eine Ampel auf LSD. Und wenn ihr wissen wollt, wie eine Ampel auf LSD leuchtet oder blinkt, dann schaut mich an. Die meiste Zeit jedenfalls. Gerade mal nicht. Ist auch gut so. Alter, ich denke jetzt die ganze Zeit, hier kommt so ein komisches Flügelvieh mir hinten nach. Da meine ich, das ist das Bett. So, ich finde jetzt irgendwie kein Sushi mehr. Ich brauche Sushi. Sushi, Sushi, Sushi. So, es geht schon wieder los. Ich blinke. Ah, hier. Kamehameha-leck. So, da hinten ist noch einer. Wow, das nicht. Was ist das? Received a buff. Cool. Was ist das für ein Buff? Der hier? Ne, den ist unserer. Das ist, glaube ich, hier der, den wir gerade bekommen haben. Energy Defense und Energy. Ja, doch. Ist cool. Jetzt setzt er sich schon wieder einfach so hin. Geh weg. Der macht mir Angst da. Der komische weiße Typ. Jetzt ist er weg. Ja, überhaupt nicht gruselig. Diese Sushi-Viecher sind echt selten, oder? Kommt mir das nur so vor. Kann das sein? Kann das sein? Ah. Anscheinend. Sie hat echt jetzt gerade keinen mehr. Da hinten ist noch einer. Na gut, dann mache ich erstmal hier diese Sushi-Quest fertig und dann, wenn es soweit ist, sehen wir uns wieder. Also bis dahin. Endlich mit den Sushis fertig. Ja, soweit wie ich sehe, sind wir auch mit den Quests soweit alle ran. Dann können wir auch erstmal wieder zurückdüsen in das kleine Dörfchen da. Und da könnten wir auch schon fast alle Quests wieder abgeben, bis auf diese eine da mit der Mystery of Martial Arts. Keine Ahnung, wo die genau sein soll. Wahrscheinlich hier so, oder? Keine Ahnung. Müssen wir da mal schauen. Wenn es soweit ist. Was sind jetzt eigentlich das hier noch für rote X'e auf der Karte? Ach, guck mal hier. Ach ne, das ist schon mal ein anderer. Ich dachte, hier gibt es auch diese Sushis, aber es sind ja schon mal diese anderen Gehirne. Die sehen auch für mich alle gleich aus. No Rassismus und so. Aber es ist halt so. Jo. Alles klar. Hier, bitteschön. Bitteschön. Darf ich mir wieder was aussuchen? Darf ich mir alles aussuchen? Nein. Muss ich mich zwischen eins entscheiden? Na toll. Also, Armor Downgrade. Downgrade brauche ich nicht. Upgrade Armor Upgrade. Weapon Upgrade. Weapon. Soweit wie ich weiß, sind Weapon nur die Handschuhe, oder? Und Armor ist nur dieses
die Oberteil, soweit wie ich das weiß. Aber ja, was bringt mir am meisten? Das weiß ich halt nicht. Ich nehme jetzt einfach mal hier Weapon. Habe ich ja auch schon beim ersten Mal so genommen. Also, das nehme ich jetzt auch einfach mal wieder. Och, was ist das hier? Ein Äpfelchen oder was? Apple. Und das sieht aus wie, keine Ahnung. Und das sieht aus wie, keine Ahnung. Wie Schale oder so. Was ich nicht glaube, dass es ist. Sasabi. Wasabi. Go to where the Wasabi are. Okay. Na klar, mache ich. Kein Problem. Und hier der Hund, da hat er auch noch eine Quest für uns. Sogar zwei. Wir waren hier fleißig und so. Okay. War's das hier? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Der hat auch noch was. Very violent Wasabi. So, so. Die Wasabis machen hier also Stress, so wie es aussieht. Kurze Frage. Könnten wir eigentlich das Paket wieder öffnen? Ich gehe jetzt extra von meinem Scooter runter, dass ja nicht ich das nicht öffnen kann, weil ich ja da auf diesem Scooter nichts machen kann und so. Level 10 sogar. Was haben wir bekommen? XP Boost. Cool. Pille, Pille. Hier die Pille bekommen wir auch. Und eine Popo Giftbox Level 11. Okay, das ist ja normal. Was, Level 11? Cool, da können wir gleich nochmal öffnen. Was denn das? Weapon Strengthen Coupon. Level 20. Upgrades with a coupon only works on non-upgraded item. Okay. You can't fail. Das ist natürlich schön. The effect can only be used for a certain time. Ja, 2 Tage wahrscheinlich. Steht da ja an Klammern und das ist das Armor-Coupon. Okay. Apropos, können wir uns eigentlich neue Klamotten anlegen? Hier. Level 11, 75, 25. Yo, oh, ist immer cool orange. Und hier diese Hose könnten wir auch gleich mal anziehen. Ist die auch orange? Ja, passt ja wieder perfekt zusammen. Und ein paar tolle Schuhe. Ich glaube, da nehme ich einfach jetzt mal hier die. Guck mal, die passen auch halbwegs zu den Handschuhen. Nicht ganz. Aber Handschuhe können wir auch wieder neu anziehen. Hier diese oder diese. Jetzt überhaupt keinen Unterschied. Das sind so stylische rote Kampfhandschuhe. Weiß ich nicht. Mal schauen. Das ist genau dieselbe Hose hier, oder? Jo. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht noch irgendwelche anderen Handschuhe. Level 16, gut. Dann nehme ich jetzt einfach mal die hier. Und okay. Wo geht's jetzt eigentlich weiter? Da hinten irgendwo. Ich würde ja mal am liebsten zurück zu Kokara Village. Ehrlich zu sein. Und ich glaube, das könnten wir jetzt auch mal machen. Vorher verkaufe ich natürlich wieder ein paar tolle Sachen. So, hier, das, das, das. Was ist das hier für Boots eigentlich? 21, 64. Okay, es sind die gleichen. Aber die ich gerade anhabe, die finde ich schon ein bisschen stylischer. Hermit. Ja, gut. Das hat ja voll viele Stats, aber ist irgendwie für die falsche Klasse. Ich bin ja kein Hermit der Frosch, sondern ich bin ja hier vor der Arschtreter und so. Hier Spiritualist bin ich ja auch nicht. Kacke. Die haben ja voll die guten Stats und ich kann die nicht an. Oder ich kann die schon anziehen, aber bringt mir nicht so viel. Oder? Ach komm, ich verkaufe die jetzt einfach. Ist eine falsche Klasse. Und ja. Gut. Lass es einfach gut sein. 2164. Das ist genau das Gleiche, was wir schon haben hier. Zack, kann weg. Margin kann weg. Margin, Margin, Margin. So, das hat man gerade anders. Kann auch alles. Ach so, ist schon wieder alles voll hier. So, kann weg. Was denn das? Downgrade. Stone. Die habe ich mir doch gar nicht ausgesucht, oder habe ich die jetzt einfach so bekommen? Okay. Ich nehme das jetzt mal so hin. Was ist das hier schon wieder? Popo Julie Box. Level 11. Okay. Da könnte ich auch gleich mal reingucken.
Ich kann auch noch weg. Und ja, kann ich eigentlich das noch stacken hier? Nö, die kann ich irgendwie nicht stacken. Das ist irgendwie auf 20 limitiert. Bisschen blöd, aber okay. So, Zell. Dankeschön. Was verkauft er denn eigentlich noch hier? Der verkauft nur solche Heilungssachen, ne? Habe ich nicht noch auch ein Inventar-Slot-Gedönse bekommen oder bekomme ich das hier? Ich könnte doch schwören, dass es bei irgendeiner Quest als Reward war. Also, was machen die denn hier? 83,3? Bitte was? Okay. Ich klicke jetzt mal hier auf diese Box. Hui! Was haben wir jetzt hier bekommen? Popo Ring, Level 11. Item Effect, Increase maximal LP. Ja, gerne. Und Popo Earrings, kann man die eigentlich sehen? Okay, wir haben jetzt hier diesen Scouter, aber wenn ich so mache. Nee. Was ist das hier? Necklace. Nee, die sieht man auch nicht. Okay. Dann nicht so wichtig, sag ich mal. Und jetzt würde ich, wie gesagt, mal gern hier raus und dann in das... Ja, noch eine Quest? Nee. In das Kokara Village zurück. So. Okay. Denn wenn wir jetzt schon so viele Sachen haben zum Upgraden, könnten wir es auch gleich mal machen, oder? Wäre das erst später sinnvoller. Wenn man so richtig krasse Sachen hat, wie das geht ja bis zu Level... Oh ne, geht schon bis Level 11. Okay, das ist ja dann genau richtig.